Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde LS19 hier im Alpin DLC. Und ja, wir haben die nächste Wiese schon mal ein bisschen vorbereitet. Ja, auch der Große hier hat ein bisschen zu schlucken. Hier hoch zu. Wir hatten ja jetzt hier im Livestream schon einiges gemacht. Deswegen haben wir jetzt auch schon den etwas größeren Traktor, den Ladewagen. Die Nummer größer. Weil ich mir gedacht habe, es macht einfach nur Sinn, wenn wir hier für diese riesen Wiesenfläche auch einen größeren Ladewagen nutzen. Und deswegen wundert euch nicht, dass wir das jetzt schon haben. Wir wollen ja dann die BGA auch füllen, denn da habe ich auch noch eine Kleinigkeit entdeckt, die ich euch zeigen möchte. Kannte ich vorher auch so noch nicht. Weiß nicht, ob ihr das schon so kanntet. Muss ganz ehrlich sagen, ich kannte es nicht. Ja, er hat auch echt zu kämpfen, muss man sagen. Aber ich muss diese Wiese hier noch, wir müssen das alles noch runterkriegen, definitiv. Führt kein Weg dran vorbei. Vorhin hat er, glaube ich, noch mal zu kämpfen hier an dem Berg. Aber schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Alpine DLC findet. Feiert ihr es? Feiert ihr es nicht? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht gut? Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Und ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, was ihr gerne hier sehen wollt oder was wir kaufen sollen, worauf wir jetzt hinarbeiten. Denn ihr habt hier auch eine, ja, ihr habt hier auch ein kleines Mitspracherecht. So, da vorne sehen wir schon die BGA. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Oh, schon eine kleine Strecke bis hier hinten raus, ne? Kann man nicht anders sagen. So, angekommen an der lieben BGA. Und jetzt achtet mal drauf. Ich kann hier krass überladen und ihr seht es da schon. Und jetzt Achtung. Ich kann das Gras direkt hier reinschmeißen, Leute. Kannte ich vorher so gar nicht. Wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Kanntet ihr das oder findet ihr das vorteilhaft? Ich bin gespannt, was ich so lese. So.
weiter geht's. Ha, es liegt noch einiges hier drauf, Leute. Also bis ich das alles unten habe, vergeht noch eine Menge, Menge Zeit. Das werde ich dann noch ein bisschen nebenbei machen. Das müsst ihr euch natürlich nicht komplett anschauen. Das wäre ja auch wirklich viel zu lang. Ich will mir auch hier keine 5-6 Folgen angucken, wie einer die ganze Zeit Gras sammelt. Habe schon wirklich, also mich wundert, dass das geht, weil ich habe das noch auf keiner Karte gesehen. Oder ist es mir noch nie aufgefallen? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Oder ob es halt wirklich Fehler Herseite von Chains war. Oder ist es gewollt? Man weiß es halt ehrlich nicht. So, ich würde sagen, wir machen nur noch mal einen kleinen Cut und sehen uns wieder, wenn wir voll sind. So, wir sind voll und fahren wieder zur BGA zurück. Meistens glaube ich auch mal hier rein. Ja, das machen wir noch mal hier rein. Boah, ist das laut. Oh, okay. Ist voll. Kommt der Rest jetzt hier rein? Aber ich würde noch mal schnell schauen. Also 50.000 ungefähr passen rein. Perfekt. Ich bin gespannt, wie viel Liter wir hier reinkriegen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie viel Liter wir in so eine Box bekommen. Ich muss sagen, auch hier so diese Texturen und allem drum und dran, die Häuser und alles, das ist richtig schön gemacht. Haben sie das wirklich schön gemacht. Aber meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare. Wie gesagt, sagt was zu dem Thema der BGA, was ich euch eben gezeigt habe. Und ich bin gespannt, was ihr so raushaut. Wie viele Liter würden da hinten reinpassen in ein Fahrsilo der BGA? Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich mich natürlich riesig freuen und unterstützt mich natürlich sehr, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Das kostet nichts.
Und ein Däumchen während Räumchen. Wie gesagt, Leute, damit unterstützt ihr mich mega, mega, mega. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Ich sage ciao, viel Spaß und tschüss.